Ein Video gedreht, mein Blog. Mein Blog. Yeah. Du mit deinem deutschen Pass, lass mich aus. Weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Im Flüchtlingscamp scheint die Sonne, ist doch klar. Denn ihr weicht uns jeder unsere Haare, die sind schwach. Hier bezahle ich alle, du zahlst keine Miete. Ich kann Brot essen, trinken, alles inklusive. Meine neuen Adidas kommen von der Caritas. Kein VIP, doch Security als Kandidat. Okay, ich muss gestehen, jetzt ist manchmal wie ein Käfig. Schreie von meinem Nachbarn, die sind einfach unerträglich. Zwei kleine Araber, die haben sich mal getroffen. Den einen hat verwischt, der gleich muss von Richtung Osten. Mein Bruder Ali hat mit Freunden seit paar Wochen. Kommt ihr zu Besuch, bleibt das Zimmer abgeschlossen. Dann geh ich schon mit vier, muss hier sympathisch. Und für 2 Euro macht ihr einen neuen Haarschnitt. Ahmed, mach deine Hausaufgaben gleich. Ich erfasse es, der 18, doch sieht aus wie Ende 30. Die Kinder aus der 2, kommt wieder nicht zur Schule. Papa sammelt Hand, alle helfen bei der Suche. Der Kerl aus dem 4, hat sein neuesten Hausverbot. Fette Schlägerei draußen auf Tor. Mama kann nicht lernen, was wollte sie gerade hindern? Sie ist alleine hier mit ihren 6 Kindern. Ich danke Gott, wenn ich heute wieder keinen Krieg. Sie holen mich zum Interview. Warum sind sie hier? Sehen ich sehen, woher ich komme? Nichts kapiert, raus aus dem Zimmer, schreit weg mit dem zu. Doch treffe ich ab mit Gündnis, der texte mich zu. Er lebt schon seit Jahren hier und was er jetzt war. Aber alle Reis vor dem Flüchtling. Thomas, Reis vor dem Flüchtling. Ich hoffe nicht, dass wir den Krieg hier zurückgehen. Weg zum Zuhause. Auf der Flucht ohne Pause, was mir bleibt, ist der Glaube an Gott, an die Menschen, an den Frieden, an die Liebe. Warum alle diese Kriege, ich brauch nur meine Familie. Keine Kraft, kein Spaß, kein Job, kein Zuhause. Mein Leben, mein Block, meine Gedanken, meine Welt, meine Hoffnung, meine Liebe reicht vom ersten bis zum allerletzten Stopp. Kein Geld, keine Frau, kein Spaß, kein Job, kein Zuhause. Mein Leben, mein Block, meine Gedanken, meine Welt, meine Hoffnung, meine Liebe reicht vom ersten bis zum allerletzten Stopp.